Nach einem kleinen Frühstücks- und Toilettepause begrüße ich euch ganz herzlich zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Ich bin euer gut gelaunter Moderator Davy. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen aufräumen. Ja, ein bisschen, aber nur ein bisschen aufräumen. Gucken wir mal, wie wir jetzt da rüberkommen, weil ich glaube, das könnte sogar funktionieren, ne? Aber ich bin mir gerade wirklich unsicher. Irgendwie schon. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Heißt mal, gehen wir jetzt mal raus. Schauen uns den Raum nochmal draußen gut genug an. Aber was gibt's hier sonst so? Warte mal, guckt euch den Boden an. Was geht hier ab? Oh, ein Boden, der kaputt geht. Und, wo kommen wir hin? Eine Truhe. Yeah, ein Herzteil. Aber dafür brauchen wir schon noch ein paar mehr, um ein bisschen Vergnügen dann damit zu haben. 4 Stück fehlen uns fürs nächste Health Container Line. Gut, dann haben wir jetzt wieder volle Energie, obwohl ich ja eigentlich volle Energie hatte, aber egal. Oh, und jetzt schauen wir uns mal das an. Ich denke mal, da drüben muss man auf jeden Fall was machen. Wir müssen auf jeden Fall zu dieser Truhe hinkommen. Aber wie? So, das ist zu weit. Warte mal, das sieht doch schon mal interessant aus, ja? Guckt euch das an. Man kann das anvisieren. Warte mal. Ah, Simsalabim, guckt mal. Wie schlau. Wie das ist. Und was finden wir hier drin? Ein kleiner Schlüssel. Ja, den Morgenstern sollte man ja auch benutzen, ne, wenn wir mal ehrlich sind. Gut. Reicht es eigentlich, wenn ich dich dahin bin, Visier? Nein, ein bisschen höher. Ja, das reicht. Sehr gut. Geht doch. Alles klar. Haben wir den kleinen Schlüssel auch schon mal gefunden. Dann können wir jetzt da hinten hingehen. Wunderbar. Okay, wo sind wir jetzt hier? Okay, jetzt weiß ich, wo ich bin. Interessant. Was geht hier ab? Aha, da können wir uns dann hochhaken, wenn es sein muss. Zack. Und nochmal, komm. Dass ihr mal ein bisschen mehr Schwung kriegt. Das Teil. Die kleine Schaukel vom Dienst. Wow. Nein! Was für ein Mistkerl. Was für ein elendischer Mistkerl. Und was für... Okay, das funktioniert nicht so. Aber so, kommen wir wieder hoch. Ja, wenigstens Abkürzung. Okay. Einmal anschubsen. Einmal drauf. Und jetzt komm her. Du hässliche. Willst du mich jetzt verscheißern? Hallo? Keine Ahnung, was da jetzt passiert ist. Aber ich kann jetzt da drauf. Der macht mir echt Probleme, oder versucht zumindest mir Probleme zu machen. Oh, das war's mit dir. Und jetzt? Ach, kommen wir zu denen wieder. Oh, Jesus Maria. Gut. Komm. Und kriegen wir dich hier? Wunderbar. Dann haben wir wenigstens ein paar weniger von euch am Hals. Gut, von da sind wir gekommen. Da könnte man und da könnte man auch durch. Aber da fällt uns der Schlüssel, also heißt es da durch. Aber warte mal, was ist hier drin? Upsala. Oh, hallo, guten Tag. Ja, ja, ich weiß. Da ist ein Geistli. Komm, komm her. Komm her, du hässliche Fregatte vom Dienst. Geh doch. Ich will deine Seele haben. Ich will deine Seele. Ja, eine Geisterseele wieder in unserem Repertoire. Eine mehr, eine mehr. Ich glaube, es fehlen aber schon uns noch ein paar, oder? Gucken wir mal. Ja, 19 Stück. 19 müssen wir ja finden. 60 braucht er ja insgesamt, dass er wieder zum Menschen wird. Das werden wir ja wohl hinbekommen. Oh, der nächste Raum. Okay, jetzt kommen wir von da, von dieser Seite. Alles klar. Ja, das sieht schon mal anders aus, eh? Boins. Jetzt kann man auch wieder hoch, eh?
Schon interessant, schon interessant. Gut, nachdem wir natürlich jetzt diese Kiste hier runtergeschmettert haben, können wir uns ja jetzt hier unten beschäftigen. Einmal da drauf, das hier drauf schmettern und jetzt hier. Sehr gut. Oh. Das Rätsel ist ja einfacher denn je, also wer das nicht hinbekommt, der sollte eine Runde weinen. In der Regel. In der Regel natürlich. In der Regel. Sollte es eigentlich machbar sein, aber ja, das ist doch ein bisschen komplizierter, was ich mir gerade denke. Warte mal. So. Schauen wir mal. Wir müssen ja irgendwie das jetzt rüberkriegen. Zwei, weil das eine muss ja dann noch drauf bleiben. Für den Mechanismus. So, das passt schon mal nicht, genau. So, dele. Okay, ja, ich hab's. So, jetzt darüber. Genau. So. Okay. So, läuft es schon besser. So, sieht es doch schon mal gut aus. Oh. Und jetzt muss ich irgendwie versuchen, das darüber. Ich hoffe nur, dass das so funktioniert. Nein, natürlich nicht so. Das ist blöd. Das ist jetzt wirklich blöd. Natürlich muss man hier drauf. Wenn man weggeht, geht es ja wieder zu. Oder? Ja, das geht wieder zu. Da muss man sich jetzt überlegen, wie macht man das am besten? Dass das hier stehen bleibt. Ich weiß nicht eigentlich. So. Warte mal. Irgendwie muss ich das wieder dahin bringen, glaube ich. Warte, warte, ich habe eine Idee. Hintereinander. Drei Stück bringt mir auch nichts. Ja? So. Ich muss halt jetzt mal rumexperimentieren. Was anderes bleibt mir eh nicht übrig. Und wenn ich das jetzt hier vorne dran mache, klar, ergibt es jetzt nicht wirklich Sinn, wenn wir mal ehrlich sind. So. Aber irgendwie muss ich das da hin tun. Seht ihr das? Ja, ich muss das so hin tun. Alles klar. Das heißt, ich muss denn jetzt das eine zumachen da. Das hier hin. Genau so rum. Genau. Soweit da passen genau drei Kisten hin, wenn wir mal ehrlich sind. Das heißt, ich muss alle irgendwie versuchen jetzt zu dem Punkt hier hinzubringen. Ah. Autsch. Wupp. Wunderbar. Und jetzt zack. So, jetzt brauchte ich normalerweise noch eine Kiste dahin, ne? Das aber so einfach wird, ist die andere Frage. Wie kriegen wir jetzt diese fucking Kiste dorthin, wo wir sie hinwollen, ne? Jetzt halt das Problem dabei. Eieieiei, Katastrophe, Katastrophe. Schon nicht einfach. Das ganze Teil. Weil das wäre halt wirklich das logischste Ding, dass es hier hinkommt. Aber wie? Wir müssen wirklich versuchen, hier das hier hinzukriegen, jedes Mal. Aber dann fehlt halt diese Kiste hier, wo nicht hingehen kann.
Das ist blöde. Das ist das Blöde daran. Das ist das Blöde daran. So, das ist halt echt ein blödes Rätsel, aber es ist ja eigentlich machbar. Jetzt hör mal, guck mal, wir haben ja den einen eigentlich jetzt hier positioniert. Können wir, warte mal, ich habe jetzt mal eine andere Idee. Wie wäre es mal so hin? Ach, das ist ja auch das Rätselslösung jetzt. Unfassbar. So, einmal. Simsalabim. Geht doch. Aber trotzdem will ich erstmal was anderes kurz schnell gucken. Am Anfang des der ganzen Scharade war ja was, wenn ich mich nicht irre, komplett jetzt verirren tue. So, dele. Eigentlich müsste ich auch mal auf die Minikarte gucken, wie viele Truhen wir noch haben, weil da vorne sind ja zwei Truhen, deswegen will ich da hin. So, dele. Gucken wir mal. Kann ich da drauf? So, was haben wir hier? Ja, da ist sogar eine Truhe. So, da ist sogar eine Truhe. Habe ich es mir doch gedacht. So, komm, schnapp sie dir. Oh, ein hyllanisches Kuh. So, dann ist auf der anderen Seite die Höhe. Sehr gut. Da ist die nächste Truhe. 10 Rubine. Gut, wenn wir so gut dabei sind, dann machen wir mal auch die andere. Vielleicht. Ach, guck mal, was wir hier noch finden. Unfassbar. Komm. Sehr gut. So, gib mir deine Seele. Das musste sogar jetzt die letzte Seele sein, glaube ich. So, und noch eine Geisterseele. Oder? Ja, wir haben 3 von 3, Leute. Wir haben 3 von 3 Seelen. Was will man mehr? Gut. So, wenn wir das jetzt alles haben hier. Aber 3 von 3 Seelen, da bin ich ja echt zufrieden. Warte mal. So, erstmal gucken. Kistenmäßig haben wir hier eigentlich alles. Wenn ich jetzt hier auch runter gucke auf meine Map. Jetzt gehen wir mal im sicheren Gebiet rein und jetzt gucken wir mal auf die Karte. So, dieses ist fertig. Da fehlen uns noch 2 Kisten. Okay. Da ist bestimmt Dungeon Boss. Oder es gibt hier keinen Dungeon Boss. Das kann auch gut möglich sein. Das kann auch gut möglich sein, dass es hier keinen Dungeon Boss gibt. Aber warum gibt es da oben noch was? Hier soll angeblich hier noch was geben. In einer Etage oben drüber. In der Kiste, seht ihr? Da oben. Okay, da müssen wir wohl erstmal dorthin. Okay. Upsala. Das war nicht so geplant. Das war wirklich nicht so geplant. Ach komm. Diese gelbe Gelee-Scheiße brauche ich eh nicht. Wunderbar gegriffen. Okay. Alles klar. So, das ist schon mal eine ganz andere Situation jetzt. Opa. Und drauf. Wunderbar. So, sehr gut. Wunderbar. Sehr gut. Ups. Scheiße. Nein, das ging doch in die Hose. Schade. Aber wenigstens haben wir jetzt das eine Monstervieh hinüber. Oder die fliegende Fledermaus. Die Eisfledermaus ist hinüber. So, komm. Zack. Sehr gut. Oh. Einmal zu mir. Danke. Ups. Das hat nicht viel gebracht jetzt. Sehr gut. Sehr, jetzt hat er Schwung. Sehr gut. So, komm. Sehr gut. Und wunderbar. So, komm. Lass mich einfach die Truhe öffnen. Und dann können wir vom Problem reden. Hey, noch ein Herzteil. Sehr gut. Gut, dann habe ich das hier soweit erledigt. Kommt, dann machen wir es in schnellem Marsch.
Danke. Nein, das war nicht so geplant. Schade drum. Schade drum. Gut, dann gehen wir jetzt den Stockwerk wieder höher. Dün, dün. Läuft, läuft. Unfassbar. Ich meine, es ist jetzt nicht ultra schwer, das Dungeon, ja, aber... Oh, da haben wir mal ordentlich mal einen eingeräumt. Sehr schön. Das war's mit euch allen. Gut, jetzt gucke ich mal. Da fehlt mir natürlich noch der Schlüssel, ja? Da muss ich erstmal jetzt auf die linke Seite rüber. Genau, da wo wir vorhin jetzt gerade eben das Schlösslein da geöffnet haben. Sesam, öffne dich. Wird es halt jetzt Zeit, da hinzugehen. Aber jetzt sind wir wieder im Draußen. Es ist so kalt. Fuck. Ist es kalt. Was wollt ihr, ihr Stressbolzen, ey? Was wollt ihr einfach nur? So, okay, wir müssen darüber. Was anderes bleibt mir nicht übrig. Also darüber zu gehen. Und mich um diese Stressbolzen jetzt zu kümmern. Wow, Doppelschlag. Das war ja fast eine 1. So, okay, darüber muss ich. Hoffentlich reicht es. Logo reicht es. Logo mio. Logo mio. Gut, dann sind wir jetzt da drüben. Gut, da gibt es da drüben noch eine Truhe. Okay. Mhm. Zack. Alles klar, mit dem Enterhaken zu benutzen. Okay. So, einmal bitte pushen. Komm her. Wunderbar. Wuppa. Sehr gut. Wupp. Wunderbar, das klappt doch wie geschmiert. Haben wir die nächste Truhe. Sehr gut, mit einem kleinen Schlüssel. So kann ich auch einfach auch hier raus jetzt. Tatsächlich. Ich glaube auch, dass das hier die Abkürzung wäre, oder? Vermute ich mal. Da hoch, da hoch. Warte mal, wo war eigentlich der Schlüssel, wo ich nochmal gebraucht habe? War das hier? Bin mal gerade unschlüssig. Ne, da drüben war es, glaube ich, ja. Ja. Hier drüben war das mit dem kleinen Schlüssel. Ja. Nicht da, dahin. Dahin mit dem kleinen Schlüssel, bitte. Und öffne dich. Sehr gut. Mhm. Warum ist das so ein roter Punkt eigentlich? Oh, hallo. Hopp. Und nochmal. Sehr gut. Zack, das war's mit dir. Und das war's auch mit dir. Gib mir ein bisschen Geld. Kann ich mich nicht beklagen. Wow. Oh, nochmal. Komm, komm. Aber ratzefatz jetzt. Wow, das sind ein paar mehr. Sehr gut. Ach, guck mal jetzt, was wir jetzt geschafft haben da. Ah, interessant. Jetzt geht's da weiter. Alles klar. Gut, jetzt können wir mal... Jetzt hoffe ich mal, dass ich... Wo habe ich die Kugel? Ja? Die Kugel war eigentlich vorher da drin, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Ich habe ja eine Kugel hier gehabt. Okay, dann muss ich noch eine Kugel holen. Dann holen wir noch eine Kugel. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. So. Okay. Sind ja noch zwei Kugeln. So, eigentlich müsste ich auch mal da hoch, ja? Rein theoretisch, was ich auch jetzt gleich sofort machen werde. Runter. Zieh. Wunderbar. Kugel nehmen. Kugel rein. Und jetzt gehe ich erstmal da hoch. Ich will dich mal kaputt machen da oben. Mal gucken, ob er so lang macht. Irgendwann muss er ja aufhören eigentlich, oder? Oder macht er jetzt Dauerfeuereis? Tatsächlich, der macht wirklich Dauerfeuereis. Okay. Ah, was? Warte, was war das?
Mist, was für ein lästiger Kerl. Man müsste was gegen ihn unternehmen, aber von hier erreicht man ihn nicht. Ja, da hat sie wohl recht, die kleine Mittner. Okay, jetzt gehen wir rüber und holen uns die Kugel mal hoch. Also seht ihr, da oben wird ja angezeigt, dass eine Kugel ist, oder? Nee, doch nicht. Habe ich mich verwechselt. Ich habe ja eigentlich vorher mal eine Kugel hochgeholt, ja? Aber wenn sie unter die Kisten liegt, dann ist es halt nicht, ja? Ja, ein kleines lästiges Dungeon, muss man zugeben. So. Und ab mit der Kugel da rein. Dankeschön. Geh doch. So, jetzt einfach mal hochklettern. Wunderbar. So, einmal die Kugel da hinein. Dass es weitergeht. Sehr schön. Wupp. Okay, da gibt's auch nochmal. Gib Feuer. Okay, das eher weniger. Okay, da oben ist der lästige Typ. So. Aber für wen ist diese Kugel hier gedacht? Ich glaube für den lästigen Typen, glaube ich, vermute ich mal. Das anders kann ich mir nicht vorstellen. Hoffen wir mal, dass es so ist.